Draußen ist schlechtes Wetter und ihr wisst nicht, was ihr tun sollt. Ihr habt keinen Bock, draußen zu fotografieren, in der Kälte zu stehen, nass zu werden. Dann habe ich euch 4 Tipps, was ihr bei schlechtem Wetter daheim tun könnt und was euch bei eurer Fotografie weiterhilft. Tipp Nummer 1 wäre, bildet euch fort. Lernt was, seid wissbegierig. Es gibt zig Quellen, wo ihr Wissen und Inspiration herbekommt. Fotobücher oder Magazine oder auch im Internet. Es gibt zig YouTube-Channels, die sich nur mit Fotografie beschäftigen. Es gibt tausende von Blogs. Es gibt, ich weiß nicht wie viele Foto-Communities, wo ihr euch Wissen aneignen könnt, das euch bei eurer Fotografie weiterbringt. Tipp Nummer 2. Plant doch einfach euren nächsten Fotoausflug. Schaut euch auf Flickr um oder auf Instagram in Fotoforen, wo ihr interessante Locations findet und dann guckt ihr, wie ihr da hinkommt mit Google über irgendwelche Reiseportale. Sucht euch einfach Plätze, die euch interessieren, wo ihr gern euer nächstes Foto machen würdet. Tipp Nummer 3. Schaut doch mal eure alten Fotos durch. Vielleicht habt ihr in letzter Zeit irgendwas Neues gelernt, sprich in der Bildbearbeitung mit Lightroom oder Photoshop, das ihr vorher noch nicht kanntet und ihr der Meinung seid, das könnte dem Foto doch noch den letzten Schliff geben. Wenn ich das damals gewusst hätte, hätte ich das Foto damals schon anders bearbeitet. Das sieht jetzt dadurch richtig gut aus. Es lohnt sich auf alle Fälle, gerade wenn man schon seit ein paar Jahren fotografiert, haben sich doch hunderte oder tausende Fotos angehäuft, wo sicher mehrere davon darunter sind, die euch damals super gut gefallen haben und jetzt so, wenn man zurückschaut, denkt man sich, oh ja, okay, wenn ich es besser bearbeitet hätte, dann wäre es nur ein Tick besser. Und jetzt ist eure Chance dazu. Was wollt ihr sonst machen an diesem grauen Tag? Tipp Nummer 4. Fotografiert doch einfach irgendwas bei euch im Haus. Zum Beispiel, wenn ihr noch habt, eine alte Glühlampe oder die Wäschetrommel von eurer Waschmaschine oder vom Trockner. Oder vielleicht habt ihr auch ein interessantes Treppenhaus, wo ihr hoch fotografieren könnt. Oder Blumen und Makroobjektive sind eine geile Kombination. Noch eine Taschenlampe dazu und ihr könnt Fotos wie dieses hier machen. Es gibt so viele Sachen, die man auch zu Hause fotografieren kann, wo man eigentlich so vielleicht im Alltag gar nicht dran denkt. Probiert's einfach aus. Das waren meine 4 Tipps für euch zum Fotografieren bei schlechtem Wetter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Meinen Kanal dürft ihr auch gerne abonnieren. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.